Pass auf, hier. Da ist der Polo. Ne? Mit fetten BBS drauf. Haben wir richtig fertig gemacht. Nagelneue Reifen, Alter. Alter, hier, guck mal. Guck mal hier. Nagelneu, die sind neu. Die sind neu. Neue Reifen. Guck mal, wie die glänzen. Warte, ich riech noch mal dran. Warte. Neu. Riech noch mal Gummi. Neue Reifen. Neu. Sauerei, ne? Ich soll mich was schämen. Neu. So, pass auf, zu dem Polo, TÜV war da auch neu. Pass auf, dann haben wir hier noch, scheiße, ich erzähl mal was. Hier ist alles super, alles toll, alles gut, ne? Der Polo ist fertig, der kann verkauft werden, der ist wunderbar. Frankie, der bei Laguna ist schon verkauft, der ist schon angezahlt worden tatsächlich. Ja, die Reifen sind leider neu, ja, Sauerei. Aber nur im Autohandel, ich selber kann mir das nicht leisten. Fabian, Alter, ich danke dir für zwei Tag Drängtentang Ramon Hasi für so viel langer Zeit. Ein Jahr lang. Hier, den habe ich scheiße gehabt. Hier, kennt ihr ja auch noch, ne? Riedem, ja, wird alles eng. Aber ich habe die Reifen noch liegen. Das waren die Reifen, die hier drauf sind. Das sind die Reifen, die ich damals mal für den Wagen meiner Schwester gekauft habe. Hier für Jenny, für ihren Audi. Ich habe das falsche Felgenmaß gekauft. Und die passen genau hier drauf. Alter, Reinhard, ich überlese gar nicht. 27 Monate Mitglied, ich danke dir, ne? Also, lesen will ich gar nicht. Pass auf, Almera-Probleme. Der Almera, der ist jetzt mit Rest-TÜV bis hier 922 im Verkauf für 600 Euro. Wisst ihr warum? Die Kupplung rutscht. Für den Arsch. Das Ding sieht so aus wie Scheiße, wie in diesem komischen Sahara-Staub-Scheiß. Die Kupplung rutscht. Von dem Vollgas-Tritt im zweiten Gang, ich habe probiert, rutscht die Kupplung leicht. Deswegen kann ich hier nicht mit neuen TÜV verkaufen. Lohnt sich ja gar nicht. Weißt du, ist ja Mist. Ne? Tut und lohnt sich nicht. Ich habe für den Wagen dafür zu viel bezahlt. Deswegen geht er jetzt hier so Selbstkosten-Klaus ever auf den Hof. Wenn er ganz, ganz vorsichtig damit fährt, kann er auch den Kurf noch auffahren. Dann müsste das funktionieren. Aber das war's auch wieder dann. Schade und Almera, wie gesagt, ist sonst ein Exportkandidat. Ne? Und wir haben schon scheiße viel Arbeit reingesteckt. Ne? Und das schaffen wir aber nicht mit der Kupplung bei dem Ding. Keine Chance. Panzerplan schon nicht. Der hier sieht auch aus wie Schrottmüller, weil er voll zugestaubt ist. Dann dieser Sahara-Scheiße. Der steht ja auch noch und wartet auf seinen neuen Käufer. Irgendwann kommt aber einer, weil momentan ist die Nachfrage schon gestiegen. Kupplung habe ich liegen, ich weiß, Uwe, aber das Problem daran ist immer, es ist halt Mist. Es ist wirklich Mist, aber es lohnt sich halt nicht mehr. Weil wer kauft denn mit neuer Kupplung einen angebumsten Nissan Almera? Pass auf, wenn den einer von euch haben will, Vereins 3, kriegt er eine neue Kupplung. Okay, aber sonst nicht. Sonst rechnet sie für mich nicht, keine Chance. Keine, leider nicht. Schade, ne? Auf der Frontbumse haben wir rausgeholt alles noch gemacht, scheinbar wieder alles eingestellt. Wir haben den geschweißt, alles in eine scheiße Arbeit reingesteckt, aber ich habe auf den Plastik aufgepasst, Alter. Juppie, ich danke dir für den zweiten Rennteil, mein Hasi, ne? Habe ich halt scheiße gebaut, wirklich. Der Polo steht hier jetzt für 1,6, aber 1,5 wir dafür haben hier. 1,599 steht er jetzt hier, ne? So, pass auf, da haben wir den ja noch hier, der wartet noch auf den neuen Käufer. Und hier den da, den kennt ihr gar nicht, der kommt jetzt morgen im Video. Habe ich ganz spontan gekauft. Ne? Ganz spontan. Das Ding daran ist aber hier, ich habe ihn schon verkauft, der geht an Pizzadienst. Wisst ihr, wer den kauft? Die kennt ihr auch noch. Ganz alte Zuschauer kennen ihn noch, wer den kauft. Agneta. Kennt ihr Agneta noch mit dem pinken Golf? Die hat den Wagen gekauft, weil sie hat neuerdings, sie ist selbstständig mit einem Pizzadienst und braucht ein Auto, halt, was halt nur fährt. Und hier, ja, kauft den dafür halt. Automatik, Astra, lustig ist es, aber so ist es manchmal, ne? Ja, Pinky, nee, da kriegt den. Habe ich auch kein Schweinegeld dran verdient, aber die kriegt den mit einem Jahr TÜV. Nicht mal ein Jahr, sondern ein Dreivierteljahr TÜV. Da muss man gucken, wie gut er sich hält da bei denen. Das ist eine Rentnerkiste, 120 Garant. Also ich denke mal, der wird sich ganz gut schlagen als Automatik. Wird schon gehen. Die bezahlen mir Pizza. Nee, hör bloß auf, Alter. Ich bin schon fett genug. Aber so ist es halt. Deswegen, also das hätte ich mir euch gerne vorgestellt, noch irgendwie im Video, um auch mit fertig machen und so. Hätte ich auch gerne gezeigt, wie wir noch geschweißt hätten und so. Der geht aber so, wie er ist, weiter. Wirklich, so wie er ist, geht er weiter. Der Golf 3 ist verkauft, ja. Der Golf 3 hat einen neuen Besitzer. Als erstes Auto. Geht er raus für jemanden, der dringend ein Auto braucht. Genau das, was er. Gleich um die Ecke, nicht weit weg. Ich glaube, 8 Kilometer von hier ist der. Und für das erste Auto. Total cool. Hat er schon Bilder geschickt, wie er schon geputzt hat und sowas. Vom Feinsten. Bin ich voll stolz drauf. Und hat der Golf 3 einen Sinn gemacht. Wirklich, ne? Ja, hier. Und der andere MX-5, der hat auch die. Morgen kommt da einer für.
Der Wohnwagen steht noch hier vorne rum. Der hat jetzt einen vorderen Stellplatz gekriegt. Was soll jetzt hinten stehen? Der hat nicht neue TÜV. Wir sehen ihn in der Seite ein bisschen besser vom Licht her. Ja, seht ihr ihn? Geht der nämlich auch raus. Die Teile gucken mal, ob die Heizung funktioniert und sowas. Ich habe noch gar nicht getestet, ob der ganze Gasanlage funktioniert in dem Auto. Mit dem Polo ist nichts, der geht in Verkauf jetzt, ne? Da schreibe ich 1,5 dran und dann geht er irgendwann weg. Und wenn ich fahre, das Ding selber, Alter. Ich finde die eigentlich voll geil mittlerweile. Der ist so schick geworden, ne? So frisch poliert und so. Das macht richtig geil. Ich mache ihn wirklich schönes Auto geworden. Einzige, was nervig ist, der hat einen leichten Hagelschaden. Das sieht man aber nicht so ganz genau. Der hat hier eine Delle auf der Motorhaube, pass auf. Die seht ihr hier. War der hier? Da ist eine steckere Delle, seht ihr die? Ist mir eben ein Stein drauf geflogen. Und dann seht ihr, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr auf Motorhaube, seht ihr fast nichts an Hagel, aber wenn ihr genau hier guckt, achtet alle mal drauf, seht ihr so ganz, ganz leichte Dellchen. Da ist ein. Seht ihr das? Ein bisschen so, sieht man ganz schlecht. Also ist ja ganz früh übereinander. Ja, guck mal hier, Hickmack, soll mal Gedanken machen, wa? Ich glaube, Hickmack macht mir Konkurrenz. Der hat hier einen Twingo hingestellt. Hier steht ein Twingo, guck mal. Hat er 14 Zoll drauf? Ist das ein nach 2000er? Wenn Hickmack jetzt mit Autohandel anfängt, komme ich mit der Keule. Kannst mit Lau, weil der jetzt mit Billiggurken anfängt. Den kaufe ich morgen erstmal ab. Antoni, ich brauche auch Kohle. Geht's noch wie dir? Hör mal auf, neuer Steuerberater hat schon erstmal die Hand aufgehalten. Schmeckt nicht. Aber ihm schmeckt das. Ich kenne nicht mal so übel, das Quingo, ne? Ist der Kurflügel links aus? Ich kenne den gar nicht, ist doch gar nicht meiner. Oh, hier hat er mal einen gekriegt, glaube ich. Ja, hier, seht ihr? Voll drauf. Neues Biotop an die, das ist der Nachfolger. Mal gucken, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ab 2000 sind die eigentlich ganz gut, tatsächlich. Vor 2000 voll der Müll. Der Wohnwagen steht hier für 2,4. Ja, ich kenne das mit den Dingsen. Deswegen in Zahlungnahme auf Fahrrad. Pass mal auf, das passt eigentlich ganz gut zur aktuellen Politik, ne? Hat sich irgendwer hier bei den Spritpreisen seine Karre verkauft, weil er keinen Bock mehr drauf hat und hat es mit dem Fahrrad in Zahlung gegeben. Ich will das feiern. Ich frage Hickmack morgen mal. Ich frage den wirklich morgen mal. Weil Twingo ist ja eigentlich eher so mein Gebiet, ne? Also so mein Fachgebiet eigentlich so. So sehe ich das. Finde ich nicht teuer, finde ich sogar richtig fair. Muss mal auf dem aktuellen Automarkt, auf dem Wohnwagenmarkt gucken. Kostet alles ein Schweinegeld zurzeit. Wohnwagen fangen bei 3,5 zurzeit an. Vor allem, wenn die gut sind, dann gehen die richtig hoch. Früher, brauchen wir nicht überreden, vor so ein paar Jahren, ich sag mal 3-4 Jahren, kostete so ein Wohnwagen vielleicht ein Tausender oder 1200 oder irgendwas. Aber die Marktlage ist halt hart geworden, ne? Ist wirklich halt hart geworden. Mal gucken, wie es war. Ja, ich gehe morgen noch hinten mal, hol mir die Papiere einfach und guck mir das an. Übrigens, hier. Oh, Wohnwagen habe ich tatsächlich. Viele Anfragen, aber viele so Tausch und. Ich konnte wirklich den Wohnwagen tauschen gegen Quack Junior. Noch gar nicht darauf geantwortet, weil ich Wochenende halt hatte. Aber einen Quack Junior kann ich ja gar nicht mehr gebrauchen. Früher konnte ich einen gebrauchen, aber mittlerweile bin ich mit einem Klappfix und einem Wohnmobil eigentlich ganz zufrieden. Vielleicht tausche ich den und verkaufe den Quack oder mache den fertig oder was. Bin so ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich brauche ich ja Geld und kein Quack. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Ding daran. Hier, übrigens, hier, das ist der neue. Kennt ihr ihn schon? Hier. Meine letzte große Investition in den Speedshop. Ich habe mein neues Schweißgerät gekauft. Geil, wa? Übrigens, hier habe ich nur gemacht, weil er diesen DIN-Stecker hat zum Abziehen. Das andere Schweißgerät hat das Problem. Das ist dieses alte Schweißgerät. Das machen wir auch wieder fertig, dass das Schlauchpaket hier eingebaut ist. Siehst du das? Das kannst du nicht so einfach austauschen. Deswegen kriegt das nämlich alles ausgetauscht. Du hast viel Arbeit, das auszutauschen. Deswegen haben wir erstmal das Gerät. Nachher haben wir zwei Schweißgeräte. Dann fällt sich aus. Das Wichtigste ist halt, weißt du, wie soll ich sagen? Wichtig ist halt, dass wir immer ein Schweißgerät haben, was funktioniert. Weil wir damit immer unseren Laden immer am Laufen haben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Problem. Und jetzt gerade ist zum Beispiel die erste Arbeit ist das hier. Pass mal auf. Wir haben ja einmal den Stoßstangenhänden abgerissen von Caprice. Das ist halt die erste Arbeit. Und die Halterung ist ja noch da. Und da muss man ein bisschen aus... Ja, ist von Güte, Alter. Da habe ich 320 € für bezahlt. Ne? Mit Versand 350 €. Neu.
Also es ist kein teures Gerät, aber es ist okay. Es ist vergleichbar wie das da, weißt du? Das da hat echt gut geschweißt. Deswegen habe ich das genommen. So, dann haben wir jetzt hier mittlerweile, leider fehlt hier was. Hier ist so ein Ding, hier ist so ein Eckding drin, seht ihr das? Hier drin, so ein Blech. Das ist eigentlich damit zum Gegenschrauben. Gordon ist bisher zufrieden mit dem Gerät tatsächlich. Finde er gut. Mit dem kann man nicht klar so richtig. Oder kann man schon klar, aber das war nicht so gut, der Scheppach hier. Das war ziemlich, da haben wir Mist mit gehabt. Das ist cool für mobil mal eben so. Das ist ganz okay, aber halt für eine Werkstatt, die nur mit Schweißen arbeitet fast, ist das natürlich nichts. Wesentlich auf Dauer. Ne? Auf jeden Fall fehlt dieses Ding hier, was da drin ist, auf der Seite. Deswegen baut Gordon gerade davon Blech. Das heißt, hier kommen Halter unten dran, links und rechts, zack, zack. Da auch. Und dann kommt hier dieser neue Halter ran für die hier Stoßstange. Alles im Umbau. Ne? Und dann ist das wieder gut. Dann geht das wieder. Das ist eine Spezialarbeit. Das ist schon so relativ weit mitgekommen. Ich bin stolz drauf. Ich habe noch ein paar Überstunden mitgeschoben. Oder eine Überstunde, schätze ich mal, wenn ich ihn kenne. Geile Nummer. Und so kommt das ran. Und dann kann die Stoßstange hinten wieder rangeschraubt. Ich habe gerade eine SMS gekriegt für das Reserverad. Das ist nicht A-Klasse, Alter. A-Klasse hat 5 Loch, das ist 4 Loch. Das ist, glaube ich, Golf 2, das da, das Notrad hier. Naja, so viel dazu. Auf jeden Fall wird das ganz gut. Ja, Kalibras, wie gesagt, du hast auch Felgen für mich gehabt. Du musst mich mal anschreiben. Aber letztes Mal kam nur noch heiße Luft. So richtig begeistert bin ich davon nicht, ne? Gordon kann das, klar kann Gordon das. Gordon macht das ordentlich. Ich vertraue Gordon wird nicht blind. Ich weiß, dass er gute Arbeit macht. So, gucken wir mal hier. Dann seht ihr jetzt hier hinten, wir bauen den Bumperfiller dann neu. Diesen hier machen wir aus Metall, der kommt hier unten dran. Dann kriegt er hier noch einen Bumperfiller an der Seite da. Und den Rest mache ich mit so einem Glasfaserspachtel wieder ordentlich, dass es wieder so aussieht, als normal ist. Ne? Dann passt das. Ist ja wieder schick. So ungefähr ist die Idee. Aber es ist ja halt alles noch krumm und schief. Seht ihr, wie schief der Annäherkupplungsträger alleine hängt? Total krumm und total scheiße. Aber egal. So, sonst hier, wir gucken jetzt hier, danach müssen wir das hier noch zuschmeißen. Und dann ordentlich verspachteln, damit das Dach hier wegbleibt. Der Vinyl bleibt ja runter. Dann müssen wir noch einen Rahmen bauen, hier für die Scheibe, weil der Rahmen, der originale, fehlt bei uns nämlich, weil wir original eins mit einem Vinyldach haben, ein Auto. Ist auch ein bisschen scheiße, deswegen müssen wir, das ist so viel Anpassungsarbeit, bis der eigenermaßen ordentlich dasteht. Soll morgen aber eigentlich hier, also wenigstens diese Grundgeschichte, in meiner Planung soll das morgen soweit sein, dass wir das nur spachteln und lackieren müssen. Ne? Dann kann ich nämlich den ganzen Wagen nehmen, kann den Wagen hier hinten stellen in die Halle und kann dann da hinten weitermachen, während Gordon was anderes macht. Weil wir haben genug Arbeit. Weil der Schrauch muss ja auch noch geschweißt werden, damit die wichtigsten Baustellen durch sind. Weil der hier ist noch ein Haufen Arbeit, der Scirocco ist definitiv noch ein Haufen Arbeit, weil ihr seht ja, wie scheiße viel der Dingsen halt ist. Hier, der dahinter, nicht die, sondern der dahinter. Der ist natürlich viel Arbeit. Aber dann sind die beide eigentlich fertig. Ne? Dann kann man muss man die halt nur noch abschleifen, hier vorbereiten und lackieren. Mittlerweile bin ich mit dem Gedanken ein bisschen weiter. Es kann sein, dass wir den Breitbau doch lassen. Weil ich glaube, dass wir den Breitbau, den Wagen so ein bisschen seinen Dingsen klauen. Ne? Alter, Sebastian, der ist ja nur oben drauf der Balken. Also, der ist doch nicht mal, wenn ich ihn festschraube, mache ich ihn andersrum. Das ist ja noch nicht mal fertig, Alter. Da steht nur Magneten drauf. Müsste gehen. Das hat diese Arbeit. Das ist halt eine Schweinearbeit, die Karre hier. Und die andere Karre auch. Das sind beides die Großbaustellen, die wir halt hier in der Firma haben. Ne? Jens für Laguna ist immer noch hier unverändert. Steht immer noch bei Dominik. Aber hat das Teil gekriegt. Er hat mich morgen auf dem Laufenden, weil er damit gekommen ist. Alles gut geht der Laguna diese Woche zum TÜV. Dann kannst du ihn abholen. Das ist Bescheid. Ich habe den Laguna verkauft, den blauen. Und krieg dafür einen Passat 1.900 TDI in Zahlung. Und das heißt, vielleicht behalte ich den sogar zum selber fahren. Weil ich glaube, der ist die ultimative Bude für uns. Und für diesen bisschen gerödelter. Die Limo will ich noch, ich weiß noch nicht, ob ich Limo jetzt verkaufe. Limo habe ich ja immer noch bei mir im Shop drin. Also Max Beach Shop Shop. Max-Gurkenshop.de. Wisst ihr, kennt ihr Bums, ja? Und hier, da steht er halt noch drin. Zu verkaufen, aber eBay aktuell nicht. Weil ich muss aber einen neuen TÜV machen jetzt, ne? Übrigens, hier, was habt ihr denn zu dem hier? Mittlerweile. Eine Woche Arbeit mehr reingeflossen. Ein 1.9er, nee, ein 3B ist das, kein 3BG. 3B ist halt der mit der alten Front.
Geil, oder? Ist er geil oder ist er geil? Wir haben noch einige Arbeiten tatsächlich noch dran. Ihr seht, hier der Scheibenrahmen hier, der ist noch rostig. Den haben wir jetzt mit Rostschutzlack behandelt. Ich habe die ganze Dichtung hochgenommen, habe das alles entrostet komplett. War zur Lokaldurchrostung drin. Gerade nochmal weiß alles. Ne, da haben wir noch ein paar Kleinigkeiten noch dran. Ne? Ja, die Stoßstangen kann ich nicht ändern. Ich kann ja jetzt keine CL-Stoßstangen ranballern. Das lohnt sich für mich unterm Strich nicht. Wenn ihr das Ding kauft, soll ihr das machen. Ja? Hier unten seht ihr noch, müssen wir nochmal die Geschichte entrosten und in der richtigen Farbe lackieren. Ne, aber so langsam kommt der, ne? So ein Fahrwerk geht auch ganz gut. Guck mal, das ist auch Colorverglasung. Seht ihr, so blaue Colorverglasung. Der geht diese Woche zum TÜV. Tatsächlich. Haben wir auch schon poliert. Ihr seht, die ganzen Rostpunkte sind alle weg vom Dach. Politur macht das möglich. Seht ihr das? Kommt echt schon. Also der wird von Tag zu Tag schöner, der Wagen. Ist natürlich noch lange nicht fertig. Ne? Ist noch ein bisschen, also wir sind noch ein paar Tage noch bei. Ein bisschen Detailing und TÜV und so. Aber dann kann der rein theoretisch in Verkauf. Die Alufelgen, die habe ich damit. Ich weiß nicht, wo ich die her hatte. Da können sogar noch gute Reifen drauf. Aber das sind halt original Girls-Wife-Felgen. Die brauchen wir nicht mal eintragen. Das passt. Das ist schon mal ganz cool. Das Fahrwerk hat eine ABE. Beziehungsweise das Fahrwerk ist sogar eingetragen, glaube ich, im Schein. Was der kosten soll, ich bin momentan mit dem Kopf bei dem Auto bei 2,4, was er kosten soll. Von 2.400 Euro. Lass mal kurz gucken, wie, ich muss mir nochmal nachrechnen, weil wir jetzt wirklich viel Arbeit reingesteckt haben, dass er wirklich jetzt sehr gut dasteht, optisch. Aber mal gucken. Da ist noch ein Haar drauf, weil das ist eigentlich relativ haarkonform. Weil diese paar Macken noch wegmacht vom Lack, musst du noch ein Haar kriegen. Weil der Innenraum ist auch noch sehr gut erhalten von dem Auto. Guck, wie schön der von innen noch ist. Ein paar Teile von Lenkrad fehlt noch, aber die sind einfach so kriegen. Die hat leider nicht jeder liegen. Ne, aber es wird so langsam. Wisst ihr eigentlich, dass beim Bistro, also die originalen Bistro-Stoßstangen, ne? Die originalen Bistro-Stoßstangen von den Dingern sind spezial, pass auf. Die Original hat der Bistro weiße Stoßstangen gehabt. CL-Stoßstangen hat der Original und im Weiß. Und die bleichen extrem schnell aus. Und ich gehe davon aus, dass er deswegen damals diese schwarzen GL-Stoßstangen gekriegt hat, weil die halt so ausgeblichen waren. Schätze ich. Der Preis ist wirklich mehr als fair, Alter. Wirklich mehr als fair. Muss mal gucken. Ich muss es mir halt durchrechnen, ne? Also wenn ich ein H-Kennzeichen drauf mache, dann bin ich schlimmer. Motorraum war auch ein bisschen aktiv und der Zahnriemen und so ist ein Jahr alt bei dem Auto, war kein Handlungsbedarf. Hier, wir haben die Ventildecke wieder schwarz lackiert von dem Auto. Ne? Wir haben so ein bisschen Kosmetik hier im Motorraum gemacht. Motorwäsche mache ich die Tage auch noch, weil ich eine Runde fahre mit dem Auto. Ich bin auch nicht gefahren mit dem Ding. Und hier auf dem Hof können wir ja keine Motorwäsche machen. Darf ich ja nicht. Deswegen machen wir das schön brav bei der Waschbox. Und dann wird das langsam, ne? Zack. Und der Grill ist auch nicht schlecht, finde ich. Ich finde, der 7 Ripper ist halt original. Ne? Der große Kompressor wird gar nicht repariert. Außer natürlich kommt irgendwo mal ein Experte um die Ecke und sagt, ich mach den auch mal in Teile, aber das bleibt da so, wie er ist. Was soll ich jetzt groß damit machen? Ich würde ihn gerne reparieren oder kriegst du alles dafür? Genau, die sind ein Wagenfarbe, die sind eigentlich weiß bei dem Auto. Hat der nicht, wahrscheinlich hat das ein Vorsitzender nicht leiden gemocht oder die waren ausgeblichen oder sowas. Und deswegen ist es gut. Hat was, ne? Also Bistro kannte ich so gar nicht tatsächlich, aber ich finde so, mittlerweile steht er ganz gut da, ne? Welche Bremsbeläge? Vom Lager, original, der neue. Ich hätte noch einen Satz Bremsbeläge oben liegen gehabt bei mir in meinem Gurkenlager. Ich habe die damals mal für den Golf 2, den ich selber gefahren habe, neu gekauft, für den 1,3er. Und hier, ja, die hatte ich halt noch, die passten halt. Aber ich finde den schön, geil an dem Auto finde ich, also geilste an dem Auto, wie gesagt, finde ich persönlich, ist die Colorverglasung. Sie ist jetzt leicht blau, seht ihr das? Das finde ich total geil an dem Auto. Das ist das Schönste. Fünftürer Golf 2 bin ich auch nicht so mega der Fan von. Ich finde die als hier Dreitürer auch schöner tatsächlich. Aber wenn du so guckst, ne? Ich finde, hat schon was. Blaukeil in der Scheibe, dann Color-Geschichte. Aber wenn du eine neue Scheibe brauchst, musst du mal mit Color-Verlasung kriegen. Oh, ich muss ein bisschen drehen hier. Die finde ich ein bisschen komisch, die Lampe hier. Die muss ein bisschen fixieren. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Das ist noch nicht ganz fertig, ne? Ja, der kriegt ja sowieso eine, also bei dem ist er in den nächsten kommt da so eine, kommt eine Verdeckung drauf, ne? So ein komischer Sack. Müllsack. Ja, das ist das Ding daran. Ne? Also das ist doch, langsam macht er sich. Landet irgendwann Mitte nächster Woche wahrscheinlich beim TÜV. Also vielleicht morgen beim TÜV schon, aber auch noch nicht im Ebay halt, ne? Ebay dauert noch 2,5 Tage.
Ich weiß, die kosten alle ein Schweinegeld, die Dinger mittlerweile. Aber soll ich mal ehrlich sein? Das Schweinegeld, was die alle handeln, gehandelt werden zurzeit, ne? Weil die echt wirklich Geld kosten, ne? Sind die aber nicht wert. Wisst ihr, was ich meine? Das bezahlt keiner. Ich kann den auch für 10.000 Euro inserieren. Dann kauft ihn trotzdem keiner. Dann kann ich auch für 4.000 inserieren. Dann steht der Ausband sich ja im Internet. Weißt du, mir geht es halt letztendlich darum, dass ich ein paar Mark daran verdiene, das ist klar. Und es geht letztendlich auch darum, dass wir historisches Kulturgut auf der Straße halten. Weißt du, dass so ein Auto wie das jetzt nicht mal mit Grünspan auf der Straße ist. Darum geht es ja halt so. Das ist der Sinn. Ne? Natürlich mache ich das mit dem Autohandel auch, um Geld zu verdienen. Ne? Also eher notgedrungen Geld zu verdienen, weil das eigentlich gar nicht mein Hauptstärkenfeld ist, wenn ich das Autohandel bin. Ist ja gar nicht mein Hauptinteresse. Aber ich finde halt hier, so kann ich wenigstens dieses Ding, was ich gerne mache, Oldtimer-Rennen und so, kann ich am wenigstens kombinieren mit meiner Arbeit. Und Gordon findet das auch geil, solche alten Autos zu machen, also passt das doch. Finde ich voll gut. Ist Nachhaltigkeit, ja, und vor allem ist es ein Sinn. Ne? Also ich finde, Oldtimer auf der Straße finde ich viel besser als nicht. Ne? Warte, ich muss Lampe finden. Ich will ja mal meinen Grünspan-Freund zeigen. Aber ihr könnt mal Daumen reindrücken. Ich brauche noch 52 Daumen, bis ich euch das Grünspan-Opfer mit BMW-Zeichen draußen zeige. Also drückt mal ein paar Daumen noch rein, Hasis. Ich brauche sie. Ich lebe von euch Daumen. Ich schicke die mir gerne in den A. Nein. Hast du eine neue Jacke? Nein, die habe ich jetzt schon seit. Jacke habe ich seit 7 Jahren schon, diese hier. Weil die ist auch schon ziemlich kaputt. Hier. Die habe ich schon ziemlich lange. Die habe ich seitdem ich meine Frau kenne, tatsächlich. Die habe ich früher jeden Tag getragen, aber dann ist die andere kaputter als diese hier.